Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Folge 38. Und ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein, wieder regelmäßig Gas zu geben und bin top motiviert, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Und werde hier jetzt unser schönes Gartendomizil hier noch fertig einrichten. Vielleicht hier dann noch so eine kleine Treppe hoch, mal sehen. Da werden wir jetzt gleich dazu kommen. Aber erstmal rennen wir hier rum, wie sich das gehört. Ja, klasse. Und jo. Wir haben ja jetzt schon eine Menge wieder geschafft. Das heißt eine Menge. Ich bin ja jetzt auch noch seit nicht allzu langer Zeit wieder dabei. Wir gucken erstmal rein. Och, sind sogar ein paar echt brauchbare Sachen dabei, wie Kartoffeln. So. Bau aber den Kram ab. Die Frage ist nur, aus was machen wir das Gartenhäuschen, weil aus Stein wäre ja ein bisschen blöd. Ich denke mal, das werde ich so ein bisschen in den Berg integrieren. Boing. Ich habe immer noch auf friedlich, wie ihr seht, weil es einfach so ist. Gewöhnt euch dran. Ah, hier, ja, hier ist der Tunnel. So, das kann hier also noch ein Stück ran. Erstmal, um hier eine Treppe hinzubauen, mache ich jetzt hier mal. Wir wollen es uns ja echt ein bisschen schön machen. Denke ich. Ja, heute nehme ich an einem Sonntag auf, am zweiten Advent. Ist auch mal nicht schlecht. Schade, dass da müsste man eigentlich mal ins Schneebiom gehen. Vielleicht ein bisschen in Stimmung zu kommen, weil Schnee gibt es ja in Deutschland nicht mehr. Gibt es ja prinzipiell nicht mehr. So, und dann geht man hier rum und kann hier langlaufen. Genau, dann nehme ich jetzt einfach mal die Reihe hier weg, damit mehr Platz entsteht zum Laufen. Ich glaube, da müssen wir dann auch noch ein paar Bäume abkrabbeln. Mal vielleicht auch einen reinsetzen, unser schönes kleines Gartendomizil. Wo wir dann unsere Ernte immer einfahren können. Und ich freue mich, dass mir letztens ein netter User ein paar nette Worte drunter geschrieben hat. Danke an dieser Stelle. Da freue ich mich, weil, tut mir leid, ich weiß gerade den Namen nicht. Sorry. Am besten gucke ich dann gleich in der Pause nochmal nach. In der Folgenpause. So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Was brauchen wir jetzt dafür? Die Shears können wir auf jeden Fall gebrauchen. Erstmal tue ich hier den ganzen Kram weg. So. Wie Wassereimer. Och, Fackeln. Fackeln, das können wir auf jeden Fall noch benutzen. Wo habe ich die jetzt hingetan? Hier oben. So, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Komm, machen wir mal einfach mal so. 5. Dass wir dann unser ganzen Kram da hinten speichern können. Dschungelbaum-Setzling. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Eine schöne Eiche. Da setzen wir auf jeden Fall ein paar Eichen hin. Hinter Kartoffeln. Das lassen wir jetzt einfach mal hier. Einfach mal auf die Schnelle, weil wir jetzt Platz brauchen. Kaktus, Eichenholz. Schon wieder so viel Erde, ich wäre wahnsinnig. So viel Erde. Eichenholztreppe. So, Erde. Das macht mich hier immer fertig, ey. So viel Erde. Wir müssen uns auch mal einen Mülleimer anschaffen, einen Lavamülleimer, wo wir dann mal so hier ein paar bisschen Kram entsorgen können, wenn es sein muss. Pflasterstein. Okay, da können wir eine schöne Treppe draus machen. Nahrung, hier können wir den Kram reintun. So, Spitzhacke, Schaufel, Axt. Axt, okay, das können wir noch gebrauchen. Steinstufe. Ob wir die verwenden? Eichenholzbretter. Okay, Eiche. Gut, wir nehmen einfach mal Eiche mit. Hinten ist ja unsere Baumplantage, das wisst ihr ja schon.
Ach Mist. Obwohl, wir machen es mal anders. Wir machen mal hier hinten ein. Wie nennt man das? Eine Werkbank, ja. Jetzt habe ich gerade eine kleine Wortfindungsstörung gehabt. Tut mir leid. Eine Workbench. Machen wir uns mal. So, die ziehen wir jetzt mal hier drin. Und dann können wir mal ein bisschen Sachen bauen. Zur Not. Treppen. Steintreppe. So, das wird doch reichen, wenn wir die Treppen hierher setzen. Ja, schön ist nicht, ne? Irgendwie. Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz husten. Irgendwie muss ich jetzt mal dolle husten, deswegen muss ich mal kurz hier den Kram suchen. Meine Nase, die ist schon wieder am Verstopfen. Das ist irgendwie nicht gut. Auch arbeitstechnisch nicht. Aber was soll's? Da muss man durch. Als Lurch. Mir ist auch aufgefallen, ich rede in der Aufnahme, in der letzten Aufnahme, habe ich manchmal ganz schön undeutlich geredet. Und an dieser Stelle Entschuldigung, wer mich verstehen will. Oh, ist das hässlich. Mein Gott, ist das hässlich. Das geht ja gar nicht. Ich finde es so schlimm gerade. Vielleicht Holz-Half-Steps benutzen. 8 Stück brauche ich dafür. Wird natürlich nicht die gewünschte Anzahl rauskommen wieder. Holz, also Half Steps sind hier vorne. So, jetzt haben wir erstmal 12 davon. Also das mit den Steintreppen, das war ja ein Reinfall. Meiner Meinung nach. Ich denke, da gibt ihr mir auch recht. Hoch. Jetzt habe ich wieder keine Axt ausgerüstet. Nehmen wir mal die total schnelle Holzaxt. Geht auch noch. Na, zumal das jetzt gerade nichts bringt, fällt mir gerade auf. Meine Güte, was ist denn heute los? So. Hier einen hin. Nee, da muss immer einer länger sein, ne? Müsste ich jetzt eigentlich einen hintersetzen. So. Einfach mal probieren. Und hier müsste jetzt wieder zwei hintergehen, aber da baue ich hier voll rein. Also wird das schon mal nix. Wie wäre es denn mit einem anderen Konzept? Mit einem kleinen, ein bisschen anderes Konzept vielleicht. Vielleicht wird es dadurch was. Hier so. So, hier, da geht man hier einmal hoch. Da einmal hoch. Oh, ist das lächerlich. Also das ist auch nicht der Bringer. Wahnsinn, wie das einen schon vor Probleme stellt, ne? So ein Detail eigentlich. So. Und dann so und dann ist man oben. Man muss das nur ein bisschen einfrieden, denke ich mal. So mit so Kram hier. So, ein bisschen das hier. Man müsste es einfach mal auf den Versuch ankommen lassen, sag ich mal. So. Die Hoe, die braucht man ja jetzt erstmal nicht. Eigentlich braucht man das Schwert gerade auch nicht.
So, setzen wir mal hier einen hin. Na, dort soll der Kram wachsen. Also setzen wir hier noch einen hin. Ja, weniger ist mehr. Man muss es ja nicht übertreiben. Jetzt gehen wir erstmal in unser Domizil. Und ihr merkt gerade, wie meine Stimme weggeht. Komisch. Ist auch noch relativ früh am Tage. Deswegen seid mir nicht böse, wenn meine Stimme mal ab und zu abkackt. Oder ich mache einfach mal einen kräftigen Huster. Aber dann muss ich wieder muten. Ja, und da bin ich auch schon wieder da. Ich bin mal gespannt, was hier rauskommt. Also die Folge ist noch nicht on air gewesen. On air. So. Gehen wir erstmal ratzen eine Runde. Machen wir mal einen Ratzinger. Meine Fresse. Alles rausgeholt, was ging. An schlechten Witzen. So. Dann machen wir uns mal kundig, wie das hier wird. Ich hätte vielleicht erst mit dem Haus anfangen sollen. So, da gehen wir dann hier hoch. So. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Kann ich da jetzt da draufsteigen? Nee. Ah, da kann man einfach durchlaufen, okay. So, ich mache jetzt einfach erstmal das Haus hier. So, da läuft man dann hier lang. Man kommt jetzt zu einer relativ kleinen Hütte. Ja, nicht so klein. So, schöne Fünfer, Breite. So, die ziehen wir dann hier ein bisschen rein. Aber auch nicht zu weit, soll ja was Kleines sein. Das müsste es dann auch schon gewesen sein eigentlich. Fast. Jetzt haben wir bestimmt wieder einen halben Stack Erde rausgegrabbelt. Na, es ist ein bisschen kurz. Machen wir noch einen rein. Klasse. Jetzt sind wir, glaube ich, erstmal nur auf Handarbeit angewiesen. So. Dass wir uns dann vielleicht ja auch ein Bett reinmachen und so. Jetzt war ich ja ganz schön lange still, aber manchmal, da ist mal so ein Gedanken, seid mir nicht böse. Und ja. Vielleicht hier so ein bisschen schön gemacht. Muss ja auch nicht nichts Großartiges sein. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Die Höhe müsste ja eigentlich auch reichen. So. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Eichenholzbretter. Schön, da kann ich aber richtig viele machen. Nicht? Um genau zu sein, 16. Das wird eine echt mickrige Bude. Es ist wirklich fast schon zu klein, würde ich sagen. Ich möchte ja nicht hier großartig was machen. Ich möchte ja einfach nur hier ratzen und da war es gut. Wir können es ja so machen. Was haltet ihr davon? Machen wir es so und dann hauen wir hier das noch weg und machen da dann so, dass da quasi wie Balken entstehen. So. Könnte man dann vielleicht auch unterschiedlich farbig machen. Wäre vielleicht auch mal kein schlechtes Ding. Ich wollte eh noch Fichtenholz holen. So, machen wir einfach mal so als kleine Grundlage. Ja, das Fichtenholz aufs Dach, das wird dann eh noch verkleidet. Werdet ihr sehen, wie ich mir das gedacht habe. So. Dass man dann da so eine kleine Abgrenzung hat. Ja, dann werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal die brauchen.
Und die brauchen, weil wir müssen jetzt wohl oder übel erstmal hier rüber gehen. Dann können wir auch endlich mal diesen Stumpen hier drüben mal wegmachen, den ich schon komplett abgekrabbelt habe, wie ihr seht. Und ich sehe gerade, wie ich gerade sehe, ist die Folge auch schon zu Ende. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.